Der mittlerweile 10. Malmsheimer Ostermarkt war wieder gut besucht. Daran konnten auch Regen und Wind nichts ändern. Die etwa 50 Standbetreiber harrten aus und auch in den teilnehmenden Geschäften blieb die Stimmung gut. Mit allerlei buntem Programm, österlicher Dekoration und allem Nötigen für Leib und Seele konnten die Besucher des weit über die Stadtgrenzen Renningens bekannten Treffpunkts für die ganze Region dank ihrer Schirme einen vorösterlichen Spaziergang machen.